Dasein, dessen Existenz sogar heute noch von den Enkeln der Sangerhäuser Bergleute behauptet wird. Dieser Gang wäre nicht nur bei einer Belagerung der letzten Fluchtweg gewesen. Man hätte durch ihn Boten schicken und empfangen können. Er hätte sich für den Transport von Lebensmitteln in die Burg geeignet. Kurzum, sein militärstrategischer Wert für die Bewohner der Oberburg Kiffhausen wäre unschätzbar hoch gewesen. Wir hatten bereits vor der Befragung Überlegungen zu den Möglichkeiten angestellt, in der damaligen Zeit einen solchen Gang zu graben. Damit der Eingang weit genug von der belagerten Burg entfernt lag, musste der Stollen eine Länge von mindestens einem halben Kilometer besitzen. Hätte man den Stollenbau von außen her anlegen können, um den schmalen Brunnenschacht überhaupt zu treffen, wäre eine Winkelmessung mit einer Genauigkeit von 0,23 Grad die unabdingbare Voraussetzung gewesen. Soweit war die Vermessungstechnik im frühen Mittelalter aber noch nicht. Mit einem Start der Grabung aus dem Brunnen heraus hätte man das Markschaller-Problem zwar vermieden, dies jedoch für einen viel zu hohen Preis. Der gesamte Abraum wäre nicht nur horizontal, sondern im Brunnen auch noch senkrecht nach oben zu transportieren gewesen. Weil wir beide Varianten für unmöglich hielten, war der geheime Gang von uns als Legende abgetan worden. Tat er sich jetzt doch vor uns auf? Wir leuchteten die Spalte mit unseren Taschenlampen aus, finden ein jahrzehntealtes Papier und müssen schließlich erkennen,